Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Bahnhöfe sind großartige Orte. Vielleicht nicht, was die Sauberkeit angeht. Vielleicht nicht mal, was die Pünktlichkeit angeht. Und zugegebenermaßen sind sie auch nicht wirklich idyllisch, was die Sitzgelegenheiten angeht oder ruhig, was die Umgebung betrifft. Aber in einem Punkt sind Bahnhöfe unschlagbar. In dem Moment, wenn sich Menschen, die einander viel bedeuten, kurz vor Abfahrt eines Zuges voneinander verabschieden. Es gibt kaum ein besseres Zeugnis der Herzlichkeit, der Sehnsucht, kaum ein besseres Zeugnis für die Liebe, die einen Menschen mit dem anderen verbindet. Menschen, die sich an Bahnsteigen voneinander verabschieden wollen, häufig noch die letzte Sekunde der gemeinsamen Zeit auskosten, wollen mit einem Gesichtsausdruck gut in Erinnerung bleiben, laufen manchmal dem Zug noch hinterher, schauen durch das Fenster hinein und es kann vorkommen, dass Menschen dem Zug auch dann noch hinterherwinken, wenn es aus anatomischer, physikalischer Sicht höchst unwahrscheinlich ist, dass der abgereist ist, überhaupt noch etwas davon erkennt. Herr Jesus, in diesen Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind wir ein wenig wie der Mensch auf dem Bahngleis, der zurückbleibt. Du bist von dieser Erde erhöht in den Himmel zurückgekehrt. Und bis wir an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen werden, sind wir auf uns gestellt, um uns klarzumachen, dass es jetzt an uns hängt, dass wir Werkzeuge in deinem Plan sind, dass ohne unsere Bereitschaft du auf der Welt nicht mehr viel tun kannst. Der Moment, in dem Jesus seine Jünger verlässt, ist nicht ganz so romantisch wie die Bahngleissituation, die ich eben erwähnt habe. Zugegebenermaßen, und wenn man genau hinschaut, sogar eher das Gegenteil davon. Jesus wird in den Himmel aufgenommen und das Letzte, was die Jünger von ihm sehen, bevor er in die Wolke, in diese Macht Gottes aufgenommen wird, sind seine Fußsohlen. Und um es noch etwas unromantischer zu machen, es sind Fußsohlen, die der Staub des Ölbergs bedeckt. Herr, du nimmst den Staub des Ölbergs mit hinauf in das Reich deines Vaters. In gewisser Weise können wir sogar sagen, dass die unveränderliche Dreifaltigkeit in gewisser Weise ergänzt wird, um so ein profanes, irdisches Material, wie es der Staub des Ölbergs ist. Mit ihm nimmst du all die Beschwernisse, all den staubigen Alltag, all das, was uns manchmal im Gebet und in der Arbeit trocken erscheint und mühsam und belastend, mit hinauf in den Himmel. Die Jünger, die Jesus nachschauen, die Augen zum Himmel empor erhoben, sie werden durch den Staub an Jesu Füßen auf das verwiesen, was jetzt vor ihnen liegt, die Straßen dieser Welt. Hier soll das Reich Gottes Wurzel fassen, hier soll es aufblühen. Hier sollen wir als Jünger Jesu in alle Welt gehen, alle Menschen
zu Jüngern Jesu machen? Es ist eine große Aufgabe. Vielleicht führt sie nicht immer zum Weinen und Klagen. Und ob es mit dem Geburtsschmerz vergleichbar ist, kann ich als Mann überhaupt nicht nachempfinden. Aber ich denke, Herr, dass die Jünger, als du sie verlassen hast, diese Unsicherheit und diese Angst spürten. Wie sollen wir so eine große Aufgabe anpacken und schultern? Wie sollen wir sie überhaupt annähernd an ein gutes Ende führen? Im Evangelium, Herr, sagst du uns, dass aus all diesen Dingen, die uns auf den Schultern liegen, letztlich Freude wird. Es ist keine Wahrscheinlichkeitsaussage. Es ist keine Wenn-Dann-Aussage, sondern es ist eine feste Zusicherung, dass das Schmerzhafte, dass das Bruchstückhafte nur Vorletztes ist und du das letzte Wort hast, das pure Freude ist. Diese Tage sollen uns wieder neu zurüsten, wieder neu bereit machen, Schwung aufzunehmen, das Ziel ins Auge zu fassen und die große Aufgabe, die vor uns liegt, die staubigen Wege mit dem Licht Christi zu erfüllen. Es ist unzweifelhaft, dass wir das alleine nicht schaffen. Wir sind Instrumente im Plan Gottes, aber brauchen den Rückenwind der göttlichen Gnade, brauchen die Vergebung, brauchen den Neuanfang, brauchen die Kraft, die Gaben des Geistes. Die Kirche hat in alter Tradition in den Tagen zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten das Gebet der Novene angesetzt. 9 Tage, in denen wir ganz besonders um die Gaben des Heiligen Geistes bitten sollen, stellvertretend vielleicht auch Menschen einschließen können in diese Novene. Es ist sicher nicht verkehrt, die Kirche als Ganzes mit einzuschließen in dieses Gebet. Den Hirten, unseren Heiligen Vater, Papst Franziskus, die Ortsbischöfe, all die Menschen, die als Priester Verantwortung für ihre Herden tragen. Und wir dürfen alle Getauften und Gefirmten mit einschließen, dass sie erneuert werden und sich als Werkzeuge Gottes begreifen. Dort, wo sie arbeiten und wirken, Gott durch das Wort, vor allen Dingen aber durch die glaubwürdige Tat und ein Leben aus einem Guss zu verkünden. So wie im Schöpfungsbericht der Staub und der Lehm erfüllt wurde vom Geist Gottes Lebensatem, Odem Gottes in ihn kam und neues Leben entstand, so lasst uns auch in den Tagen vor Pfingsten bitten, dass der Staub der Erde, der Staub unseres Alltages von Christus und seinem Heiligen Geist erfüllt werde. Denken wir auch daran, dass Christus keine einfache Fahrt in den Himmel gebucht hat, sondern immer bereit ist, zurückzukehren, wenn wir ihn in unser Leben hineinlassen. Er bereit ist, zurückzukehren am Ende der Zeiten und uns mitzunehmen in sein Reich. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.